Schaltet. Da hört man schon drauf nach. Ja, ja, logisch. Ja. Schlürft wie der Weltmeister. Achte Diamanto. He? Ja, ja. Dynamit. Und das Gold ist das 24 Quadrat. Ja, ja. Mein Großvater. Ei, sauber du. Von Martha, sein Großvater. Das ist auch schön. Ich wohne im Starnberg am See. Oh, so schön, ja. Ja, und hier, da wäre doch toll. Du, wir würden jetzt hier. Hallo, Betty und Perez. Wir sind schon hier oben, gell? Also, wir Milan, der Milan greift schon an, du. Ja, la la, Uti, Uti! Oh, Peter? Peterli, was willst du? Jetzt doch wieder beschäftigt. Zum Wohl. Zum Wohl, ja. Kameramann. Ja. Der Likokoppen, wie hätte ich denn die noch nehmen, und ich auf der Reserveliste habe? Ah, jetzt kann ich halt die nicht nehmen. Den hätten es aber gehabt. Zwei ganz wichtige, also hochwürdige Männer haben sich abgemeldet. Leider der Ivan und der Fikti, die sind nicht da. Ja, mein Gott. Nein, ist ja nur das Mikrofon ist spitz. Ich bin jetzt pensioniert, jetzt muss ich kein Englisch mehr machen. Und dort ist noch nicht so. Ah, vom nächsten bin ich so. Wir haben offiziell von der Jota natürlich. An der Quelle und dann ist es noch legal. Sali! Das ist eine Familie. Das ist ein Familie. Okay, ja, ja. Das ist das Unterschied. Ich schiebe das ein bisschen übersprach und sage, eine Linke. Ich schneide es raus. Weißt du was? Heimgang. Ja. Die Schnürli tust du mir auf den Teller legen, die sehe ich dann. Anstoßen und drehen. Wie alt ist es? 93, ja. Was ist passiert? Ja, Strickdistanzen organisiert. Der andere gesagt, ja, weißt du, Großartig, ich habe Freude dran. Dann hat gesagt, ich bin mir nicht sicher, nur Strickdistanzen ist darum auch schon 80. Oben an dem Feuerhaus, wo wir immer waren. Dann habe ich sie auch gesehen.
Liegt da das Arschlöchli am Boden? Auf dem Trottoir und Briert, kennt ihr ihn? Nein. Dann liegt das Arschlöchli am Boden und Briert. Dann kommt eine gute Fee und sagt, Arschlöchli, wieso brierst du? Dann sagt das Arschlöchli, ich will nicht immer das Arschlöchli sein. Dann sagt die gute Fee, komm Arschlöchli, hast du einen Wunsch frei? Dann sagt ja, also gute Fee, ich möchte gerne ein Vögel sein. Das Arschlöchli, wups, Vögel auf dem Asch gehockt. Wunderschön, hat sich angeschaut, Federn, und pff, kommt ein anderer Vogel und sagt, Sali Arschlöchli. Dann sagt das Vögel, was, ich bin kein Arschlöchli, ich bin ein Vögel. Dann sagt das Vögel, ja Arschlöchli, pfeife mal.